Ja, vielen Dank, Christiane, dass du extra den langen Weg nach Kassel gemacht hast. Und vielen Dank auch immer für die Unterstützung auch der Landtagsfraktion, die uns ja mit Anfragen und so auch immer Zahlen, die wir in der Stadt brauchen, zur Verfügung stellt. Sei es eben, wie sich die Kinderarmut entwickelt, wie sich die Zahlen bei Kosten der Unterkunft etc. entwickeln. Ja, ich begrüße euch alle und wünsche als erstes einfach mal ein frohes neues Jahr. Noch darf man, es ist noch jung, 2023. Ist das Jahr, wo Kassel entscheidet, wer als nächstes den Oberbürgermeisterposten besetzt. Und für uns war klar, wir brauchen einen Wechsel. Wir brauchen einen Wechsel, weil wir genug haben von Alleingängen, von einsamen Chefentscheidungen. Wir hatten jetzt 100 Tage Dokumente hinter uns, wo es genau darum geht, wie können wir kollektiver denken, wie können wir mit vielen denken, wie können wir einbeziehen. Aber das, was wir die letzten Jahre hier überlegt haben, waren einsame Entscheidungen, die wir so nicht mehr brauchen. Keine Alleingänge und keine leeren Versprechungen. Keine leeren Versprechungen, wenn es heißt, wir haben beschlossen, 2030 klimaneutral zu werden, aber was wir erleben ist, schaut euch die Fünffensterstraße an, da fahren immer noch vor allem Autos den Steinweg. Von klimagerechter Politik sehen wir noch viel zu wenig und von Verkehrswende. Und es ist auch bei den Veranstaltungen, zu denen man immer wieder hingeht. Also oft im Rathaus, ich bin ja seit 2016 Stadtverordnete, hört man, ja, wie schaffen wir es denn, die Bevölkerung mitzunehmen? Aber die Bevölkerung ist doch gar nicht das Problem. Wo es stockt, ist doch bei den politischen Entscheidungen. Und bei so vielen Veranstaltungen ist die Rückmeldung, genau dort fehlt es an den Entscheidungen. Es werden so viele bereit für Tempo 30 vor der Haustür. Es werden so viele bereit, dass endlich die Straßen im Forstfeld umbenannt werden und nicht mehr nach Kolonialisten benannt sind. Es werden so viele bereit, in Schulen auf Toiletten zu sitzen, die funktionieren, und in sanierten Gebäuden zu setzen. Wer hätte denn da was dagegen? Es ist die Stadtverordnetenversammlung mit der Mehrheit und dem jetzigen Oberbürgermeister. Und angesichts der vielen Krisen, in denen wir uns ja gerade befinden. Also unser Motto für die Oberbürgermeisterwahl ist radikal sozial. Ja, radikal. Wir haben da auch lange diskutiert, schreckt es Leute ab. Aber wir finden, es ist die Antwort, die wir doch jetzt brauchen. Wir kommen nach Jahren der Pandemie, wir kommen nach Jahren mit dem Krieg jetzt auch in der Ukraine, mit globalen Kriegen, mit riesigen Fluchtbewegungen, die immer weiter zunehmen, weil Menschen in ihren Ländern die Existenzbedingungen kaputt gemacht werden. Nach jetzt mit der Inflation, wo die Ungleichheit immer größer wird, wie soll denn die Antwort anders sein als radikal? Wir brauchen eine Umverteilung, wir brauchen mehr Gerechtigkeit, wir brauchen endlich eine Politik, wo die Menschen im Zentrum stehen. Und deswegen, wenn ihr hier auch Fotos macht, der rote Teppich ist für euch. Very important people sind doch die Einwohnerinnen der Stadt Kassel, und um die muss es doch gehen. Von daher Schluss mit Wechseln bei Armut. Ja, es gibt jetzt in der Stadt einen Pakt gegen Armut. Aber wir brauchen auch Maßnahmen, und wir brauchen vor allem Maßnahmen auf der Stadt. Das kann nicht immer nur auf Ehrenamtliche abgeschoben werden. Unser Motto eben, von daher radikal sozial. Und natürlich radikal, warum haben wir das genommen? Weil radikal heißt, an die Wurzel gehen. Weil es heißt, nicht erst auf Probleme reagieren, sondern zu gucken, woher kommen sie denn? Was sind die Ursachen? Und natürlich ist von all diesen Problemen ist der Kapitalismus schuld. Ist es dieses System, in dem der Profit im Zentrum steht? Ist es, was die globale Ungleichheit verursacht, was die Klimakatastrophe verursacht, was weltweit zu Problemen führt? Und ja, wir wissen auch, wir werden den Kapitalismus in Kassel alleine nicht überwinden. Aber wenn wir wissen, dass dieses System, dass das ein Kernproblem ist, dann müssen wir doch damit umgehen und fragen, was können wir auf kommunaler Ebene tun? Und da heißt es für uns eben ganz klar, also wenn man sich Ungleichheit anguckt, die Armut, jedes vierte Kind in Kassel ist in Armut, jedes vierte Kind von den Rentnern auch, etwa 8%, 9%, die Zahl ist eher steigend, jetzt durch die Inflation umso mehr. Was ist die Ursache von Armut? Und ganz oft ist es schlechter Lohn. Und auch da ist uns klar, die Kommune kann nicht jede Arbeit neu strukturieren, aber es gibt ganz viele Jobs, wo im Auftrag der Kommune Menschen dann in Altersarmut landen. Nehmen wir die Gebäudereinigung in der Schulen, die ist ausgegliedert worden in den letzten Jahren. Da sind Millionen gespart worden, weil die Leute nicht ordentlich bezahlt wurden, sondern bei privaten Firmen. Nehmen wir die Sozialarbeit an den Schulen, auch dort könnte der Lohn höher sein. Nehmen wir die vielen Erzieherinnen, es gibt Personalmangel.
Und das Beste wäre doch, darauf zu reagieren, gute Jobs zu schaffen, gute Arbeitsbedingungen, damit wir die Erzieherinnen, die wir haben, halten und noch weitere gewinnen. Von daher, Arbeit im Auftrag der Kommune darf nicht zu Armut führen, sondern anständige Arbeit im Auftrag der Kommune. Und wenn wir uns angucken, wie wird auch auf Armut reagiert? Wir sagen, wir brauchen eine menschenwürdige Stadt. Und auch da werden vielleicht manche erst mal sagen, Menschenwürde, wir sind doch in Deutschland. Aber wir erleben es jede Woche, wenn die Sozialsprechstunde ist, dass Leute mit Bergen von Papier kommen, dass sie erzählen, wie mit Rassismus reagiert wird, wenn eine Wohnung gesucht wird und wegen einem Namen es schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Das ist, wie man bei Jobs behandelt wird, also allein wie sehr die Zahl an Depressionen etc. gestiegen ist. Ja, es geht um Menschenwürde und darum, sie durchzusetzen. Und von daher sagen wir auch wenn Menschen in Armut sind oder wenn sie Anspruch haben, zum Beispiel auf Wohngeld, braucht es schnelle Bearbeitungszeiten bei Anträgen. Also wofür ich da bei der Oberbürgermeisterwahl stehe, ist auf jeden Fall, wir müssen Antidiskriminierungsarbeit stärken. Wir schlagen vor, dass wir einen Dolmetscherpool haben auf kommunaler Ebene, wo Menschen in verschiedenen Sprachen auch mitberaten können, auch zur Entlastung der Verwaltung. Natürlich brauchen wir mehr Personal, anständig bezahlt, gute Bedingungen und wir brauchen eine Umverteilung. Gewerbesteuer. Kassel hat nur einen relativ niedrigen Gewerbesteuerhebesatz, auch im Vergleich zu anderen Kommunen. Und wir haben Unternehmen wie Rheinmetall, wie Daimler, die könnten ruhig, wie Wintershall, also die ganzen Krisengewinner. Ich würde dafür stehen, dass wir das erhöhen, ob die Stadtverordnetenversammlung, dass wir das tatsächlich schaffen, müssen natürlich alle mitmachen. Und natürlich gehört auch zu menschenwürdig Wohnen in Kassel Wohnungen, dass es genug Wohnungen gibt, weil es wird immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 2023, noch 7 Jahre, bis wir die Klimaneutralität erreichen wollen. Wir sind schon in der Situation von der Klimakatastrophe. In anderen Ländern zeigt sich das schon richtig krass. In Kassel, in Deutschland kommt es immer mehr an, auch mit Hochwassern. Da geht es darum, auch hier radikal sozial. Wir brauchen nicht eine Klimapolitik, die darauf setzt, dass wir alle einfach mehr Biowaren kaufen, sondern wir brauchen eine Klimapolitik, die sozial ist. Und sozial heißt Ausbau des ÖPNV, Mobilität ermöglichen, Radwege, Autoverkehr zurückdrängen, Alternativen zum Auto schaffen. Radikal sozial heißt, dass Wohnungen saniert werden und man nicht über die energetische Sanierung sich danach die Wohnung nicht mehr leisten kann. Ganz viele Punkte, ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen, aber wir haben genau zu diesen Themen auch Veranstaltungen in den nächsten Wochen, weil es im Wahlkampf auch darum geht, kein Alleingang, wir wollen mit euch die Stadt umgestalten, wir wollen mit euch diskutieren, wie stellt ihr euch eine menschenwürdige Stadt vor, wie stellt ihr euch eine klimagerechte Stadt vor, wie stellt ihr euch eine sorgende Stadt vor und wie schaffen wir das zusammen umzusetzen. Dafür stehe ich zur Wahl als Oberbürgermeisterin. Aber ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, auch wenn ich gewählt werde, sind wir immer noch mit einer Jamaika-Koalition konfrontiert, die sich jetzt neu gefunden hat und die immer noch vor allem stark macht, vor allem die Wirtschaft ins Zentrum zu stellen. Von daher, auch dann geht es darum, gemeinsam unsere Forderungen durchzusetzen und gemeinsam zu überlegen, wie wir das gut schaffen. Von daher haben wir auch gedacht, in diesem Wahlkampf, wir werben nicht nur dafür, dass am 12. März oder auch schon bei der Briefwahl jedes Kreuz bei Violetta Bock macht, sondern wir wollen, dass ihr auch direkt mit Politik gestaltet und haben deswegen eine Unterschriftenliste vorbereitet. Miriam hat es vorher schon angekündigt, ab April kommt das 49-Euro-Ticket. Das ist eine super Erleichterung in der ganzen Tarifstruktur, aber nur 1 Euro war einfach bezahlbar. Und 49 Euro, da sind ganz viele Leute raus. Die ganzen Leute in Grundsicherung, die vom Jobcenter abhängig sind. 49 Euro ist da zu viel. Die haben im Moment die Möglichkeit für das 35-Euro-Ticket, das Mittendrin-Ticket, auch eine Forderung der Linken übrigens, dass man ein Sozialticket hat. Aber wir haben immer gesagt, es muss 20 Euro, nicht noch 35 Euro. Von daher, wenn für alle ab April mit 49 Euro die Preissenkung kommt, wollen wir, dass alle, die im Transferleistungsbezug sind, die Wohngeld bekommen, und jetzt mit der Wohngeldreform sind es ja umso mehr, Schüler, Studierende, dass die jetzt ein 0-Euro-Ticket bekommen. Das heißt, die Stadt müsste im Prinzip eine ähnliche Pauschale wie jetzt ein bisschen mehr übernehmen, um so auch die KVG zu stärken. Und mehr Leute könnten sich Mobilität leisten und hätten auch endlich einen diskriminierungsfreien Fahrschein, wo man nicht schon am Fahrticket sieht,
ob man Transferleistungsempfänger ist oder nicht. Wir haben von daher ganz viele Themen, wir möchten einfach einladen, diskutiert mit uns, mischt euch mit ein, stellt eure Fragen, macht auch gerne mit beim Wahlkampf, wir freuen uns über Spenden, wir freuen uns, wenn jemand mit anpackt. Wir sind keine große Partei, wir nehmen aus Prinzip keine Unternehmensspenden, aber wir haben viele Leute und freuen uns über mehr, damit wir einfach diese Stadt weiter nach vorne bringen, radikal sozial.